Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. Und in diesem Video möchte ich mal ganz kurz auf das Vergütungssystem der Teleson eingehen, weil das so eine Frage ist, die mich immer mal wieder erreicht, wo ich einfach gefragt werde, wo kann ich denn Infos über den Vergütungsplan finden? Funktioniert das Ganze? Wie partizipiere ich an meinem Team und so weiter. Und muss dazu sagen, das Ganze ist relativ einfach und sehr schnell erklärt. Wir haben zum einen mal die Möglichkeit, quasi Provisionen aus dem eigenen Geschäft zu generieren, also aus dem Eigenumsatz. Und dann haben wir natürlich noch die Möglichkeit, aus dem Team Provisionen zu generieren. Und deswegen möchte ich dir das einfach jetzt gerne mal anhand von einem Beispiel darstellen. Auf der untersten Karrierestufe haben wir bereits durchschnittliche Abschlussprovisionen von ca. 60 Euro. Ich kann dir jetzt hier keine genauen Daten nennen, aus dem einfachen Grund, weil es Unterschiede gibt zwischen den einzelnen Anbietern, also zwischen den einzelnen Energielieferanten. Dann kommt es natürlich darauf an, ist es ein Gewerbetarif, ist es ein Privatkundentarif und natürlich, wie hoch ist denn der Verbrauch pro Jahr? Und das sind alles so Einflussfaktoren, die halt eben die Provision dementsprechend beeinflussen. Aber im Durchschnitt können wir hier auf der untersten, also auf der Einstiegskarrierestufe mit durchschnittlich 60 Euro rechnen. Und also die Spanne beträgt hier von ca. 30 Euro bis 90 Euro. So, ich hoffe, du entschuldigst meine Sauglaue, also zeichnen und so ist nicht so ganz meine Stärke, aber ich denke, wir kriegen das hin. So, und deswegen möchte ich jetzt ganz gerne einfach mal mit den 60 Euro rechnen und die sind im Privatkundenbereich, im Firmenkundenbereich ist es so, da sind wir im Durchschnitt immer über dreistellig, also über 100, aber auch hier, wie gesagt, Unterschiede je nach Verbrauch, Anbieter etc. So, und jetzt machen wir das einfach mal an einem Beispiel. Ich mache das mal hier frisch. So, und jetzt nehmen wir an, du legst los, wir bleiben auf der untersten Stufe und du hilfst jetzt einem Kunden beim Sparen. Der Kunde spart durch dich bis zu mehreren hundert Euro pro Jahr an Energiekosten ein oder egal wie viel das jetzt dann auch tatsächlich sind. Und dann bekommst du für einen Zähler, also wenn du einen Auftrag schreibst, jetzt hier durchschnittlich 60 Euro, wie gesagt, auf der Einstiegsstufe. Ja? So, das heißt, wenn du das 10-mal im Monat machst, dann sind es 600 Euro. 10-mal 60 Euro gleich 600 Euro im Privatkundenbereich. So, jetzt sagst du, das Gleiche machst du zum Beispiel bei Firmen, ja? Dann sind es bereits 1000 Euro. Weil durchschnittlich hier 100 Euro aufwärts. Also es gibt auch deutlich höhere Provisionssätze natürlich in den einzelnen Bereichen. Also wir haben hier in der untersten Stufe Provisionssätze bis dreistellig. Ja. Und hier geht es im Firmenkundenbereich dann auch dreistellig, wenn du es so willst, eigentlich los. Und kannst du aber alles dann als Vertriebspartner quasi auch einsehen in der Provisionsmatrix, in den Tabellen und kannst dir das sogar dann auch anzeigen lassen, dass du das relativ einfach auch überblicken kannst, sodass das für dich halt eben auch transparent ist. So, also das ist die eine Art, Provision zu generieren und dann hat der Vertriebspartner der Teleson auch die Möglichkeit, sogenannte Folgeprovisionen zu erhalten, indem es gibt es nicht in jedem Vertrag, also nicht in jedem Tarif, nicht jeder Anbieter bietet aktuell Folgeprovisionen an, aber es werden immer mehr und wir haben einige Anbieter, die auch Folgeprovisionen anbieten und auch hier gibt es Folgeprovisionen von 15 Euro. Ich bin jetzt hier immer auf der Einstiegsstufe von 15 bis über 30 Euro. Ja, aber ich, wie gesagt, wir wollen uns jetzt hier nicht reich rechnen. Es geht einfach nur darum, dass du erkennen kannst, wie das Vergütungssystem funktioniert. So, und das heißt, wenn du jetzt auch hier 10 Verträge mit Folgeprovision im Privatkundenbereich machst und hast 30 Euro, dann sind es im Prinzip 300 Euro pro Jahr an Folgeprovision.
Ja, die du Jahr für Jahr ausgeschüttet bekommst, solange diese Kunden eben hier bei dem Lieferanten dann halt einfach bleiben, ja. So, und du siehst, für 10 Zähler benötigst du nicht mal 10 Kunden. Also wenn du jetzt nur Kunden hast, die nur halt Strom haben, dann bräuchtest du jetzt in dem Fall 10 Kunden im Privatkundenbereich. Wenn du aber jetzt halt noch ja, Kunden hast, die zum Beispiel Eigentum haben, dann haben die ja auch in der Regel Gas oder Wärme, ja, und dann wären das schon 2 Zähler. Das heißt, im Idealfall kannst du diese 10 Zähler mit 5 Kunden schreiben. Ja, also einfach, dass du auch für mal ein Gespür bekommst, was muss man denn dafür eigentlich tun? Und das sollte also überhaupt gar kein Problem darstellen. So, genau. Das ist jetzt der Bereich Eigenumsatz. Schauen wir uns an, wie das Ganze im Teamumsatz funktioniert. Nehmen wir hier mal eine andere Farbe. So, und jetzt nehmen wir einfach mal an, das bist du und du hast jetzt 3 Teampartner aufgebaut. Diese 3 Teampartner haben ebenfalls hier schon ein kleines Team am Start. Ja, ist jetzt auch egal, wie groß das ist, weil das Schöne ist, das ganze Vergütungssystem ist so einfach und du profitierst bis in die unendliche Tiefe davon. Nehmen wir mal an, du hast jetzt eine gewisse Karrierestufe innerhalb des Unternehmens erreicht und jetzt fängt der VP1 hier an und du hast jetzt hier eine Differenz, sagen wir mal, von 30 Euro. Ja, so, und jetzt ist es im Prinzip völlig egal, wie viele Leute die Person hier unten drunter hat, weil alle Zähler, die aus dieser Struktur kommen, werden addiert. Und mal angenommen, die schreiben jetzt hier zusammen, egal mit wie vielen Leuten das jetzt ist. Hier in dem Fall wären sie zu viert, würden dann zu viert diese 100 Zähler zusammenschreiben. Dann würdest du die Differenz von den 30 Euro bekommen, also mal 30 Euro. Dann bist du hier laut Adam Riese bei, nein, nimm mal eine andere Farbe, dann bist du hier bei 3.000 Euro. So, jetzt nehmen wir mal an, du hast einen weiteren Partner. Dieser Partner, der ist jetzt schon länger dabei. Der ist dementsprechend auch schon weiter wie der Neueinsteiger und er hat jetzt hier, oder du hast hier eine Differenz, sagen wir, von 20 Euro. Und hier, egal wie viele Leute er hat, die würden jetzt auch 100 Zähler zusammenschreiben. Dann wäre hier die Differenzprovision von 2.000 Euro insgesamt, entschuldige. Genau. Und dann hast du noch einen Partner, der ist jetzt am längsten dabei. Der hat dementsprechend vielleicht auch schon ein größeres Team oder ist halt sehr stark im Eigenumsatz. Und der schreibt jetzt im Monat, sagen wir mal, ebenfalls diese 100 Zähler. Und weil er eben von der Karrierestufe schon weiter ist, hast du hier nur eine Differenzprovision von, nehmen wir mal jetzt die 15 Euro. So, oder nehmen wir 10 Euro, dass wir in den 10er Schritten bleiben. Ja, so, dann hast du jetzt hier eine Differenzprovision von 1.000 Euro zusammen. Also wären das jetzt hier 6.000 Euro aus der Differenzprovision deines Teams. So, jetzt gibt es ja aber auch hier Tarife, die vermittelt werden, die also hier auf diesen Ebenen hier, ja, die Folgeprovision haben. Also egal, wie tief das Ganze runtergeht. Und auf diese Verträge hast du natürlich auch eine Differenz. Das heißt, jetzt machen wir hier mal am besten, löschen wir das Ganze. Ja, nee, komm, wir lassen es. Genau. Also mal angenommen, hier werden jetzt ebenfalls, bleiben wir einfach bei den 100 Verträge vermittelt in der Struktur, die eine Differenzprovision haben. So, und du hättest jetzt auf die, du hättest eine Folgeprovision haben. So, und du hättest jetzt im Prinzip hier, sagen wir mal, Folgeprovision pro Jahr bei den Tarifen von 30 Euro. Und hier wären die Folgeprovisionen bei 15 Euro, ja, aufgrund von der Stufe dieses Partners hier. Dann würdest du auf diese 100 Zähler ebenfalls diese Differenz kriegen. Das wären 15, ne, also diese Differenz hier. Ja, 15 mal 100 gleich 1500 Euro pro Jahr. Nur als Beispiel jetzt, ja. Wie hoch die Folgeprovisionen und die Differenzen dann sind, kannst du ebenfalls aus den Provisionsmatrixen dann entnehmen. Und genau, und so ist es für dich dann auch sehr, sehr transparent.
sollte jetzt eigentlich einfach nur zum Verständnis dienen. Wir können jetzt diese Beispiele, könnten wir jetzt auch noch durchmachen, aber ich denke, das Prinzip ist verstanden. Das heißt, du hast Abschlussprovisionen, du hast Folgeprovisionen, je nach Tarif und Anbieter. Zusätzlich gibt es noch Zusatz, also bei vielen Tarifen auch noch Zusatzprovisionen. Wer im Teamaufbau stark ist, nimmt dann ab einer gewissen Stufe auch noch an der Teamleiterprämie und am Orga-Pool teil und kann hier nochmal bis zu mehrere tausend Euro im Monat erhalten. Lange Rede, kurzer Sinn. Du siehst, das ist alles da, was das Vertriebs- und das Networker-Herz begehrt. Und ich hoffe, ich konnte dir jetzt hier so relativ einfach und künstlerisch das Ganze darstellen. Ich hoffe, die vielen Kreise haben dich jetzt hier nicht verwirrt und das Ganze war für dich aufschlussreich. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg. Alles, alles Gute. Wir sehen uns, hören uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.